Moinsens und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Firewatch für die Switch. Und wie ihr sehen könnt, befinden wir uns jetzt in diesem Camp, wo wir hin sollten, um vielleicht mit den Feuermännern zu reden, die uns helfen können. Oh, Bescheid sagen, sie da sind. Camp Arapaho. You're there? Yeah, I am. It's been out there since the 50s. That's never really ended the idea of the scouts. It's something about men organizing boys around their ideals. Never sat right with me. Beware Weebelows in large numbers. Beware of anyone in large numbers. The bridge to the camp is out. Damn. I'm gonna walk the ravine and see if I can find some high ground to get across. Good plan. Gut, gehen wir mal längs. Gucken, ob wir da was finden, dass wir da rüberkommen irgendwie. Da. Ein alter Baum, den können wir umschubsen. Oder auch nicht. Hätte ich jetzt gedacht, hier ist ein alter Baum, den kann man umschützen. Die sehen so ein bisschen angefressen aus, seht ihr das? Die können wir bestimmt anhacken und dann... Aber wir haben ja keine Axt. Weiter. Kommen wir auch nicht rüber. Hier hoch? Kommen wir da hoch? Ne, können wir nicht. Ne. Da geht's auch nicht hoch. Wo kommen wir denn da hin? Muss doch hier irgendwas geben, wo wir rüberkommen. Und hier hoch? Nee. Hier aber auch nicht, ne? Nee, leider nicht. Okay. Crazy, gehen wir mal in die andere Richtung von der Schlucht. Darüber springen können wir wahrscheinlich auch nicht, ne? Das ist ein bisschen zu weit, behaupte ich mal. Ja, okay, das kann er auch nicht. Gehen wir einen anderen Weg. Hier vielleicht? Okay, hier geht's. So, sind wir drüben. Perfekt. Totempfahl. Wir gehen trotzdem zu dem Baum. Ich würde mich interessieren, ob man den umwerfen kann. Das sieht nämlich fast so danach aus. Aber wir haben keine Axt. Die brauchen wir wahrscheinlich, um das fällen zu können. So, wir sind im Camp. Schauen wir uns mal da um. Have you ever talked to any of the scouts? No, they haven't been out here in a while, and I generally don't have a lot to say to preteens. Unless it's Brian Goodwin. Er war nicht zum Pfadfinder geboren, oder? Zum Beispiel. What type of nerdy hobbies are we talking about with him? Like, marching band? Oh, no. Like comics, model rockets, wizards and wyverns, you know. I guess these little shelters are where they keep the Weeblos. For the past 35 years, yeah. Eine Bärenfalle. There are bear traps out here, in the scout shelters. Scouts are stalwart prey. That's messed up. Was richtiges finden tun wir hier nicht. Aber was wir jetzt sollen hier? Da ist eine Axt. Schnappen wir uns. Oh, der Löschstrom ist abgezogen. Yeah, these guys are gone. I found where they were sitting around before getting picked up. Damn. Jetzt haben wir eine Axt. Das ist schon mal gut. Hier liegt noch ein bisschen Toilettenpapier und was ist das? Eine Schaufel. Okay, können wir für nichts gebrauchen? Toilettenpapier? Steht wahrscheinlich auch nichts drauf, ne? Nee. Gut. I found a little trowel. Maybe I should take it with me. Could use it to pop open beers. Wow, 99% sure that's for burying poop. And I already touched it. Well. Hey, Dee, they left something behind. It's like a memo from their boss. Next few days, dropping into the thoroughfare on behalf of Dr. Simmons at Wapiti Station. Wapiti Station? Holy crap. Keep reading. Oh, I just thought I would maybe, you know, stop there, let the mystery percolate.
Mother always said I would meet someone who'd give me a taste of my own medicine. They're running a research site out there. He was worried about wildfires. Someone is writing down our conversations. And now we find out there's a research site out here that we don't know about? What are they researching? Tja, was machen sie da? Mich? I think they're studying me. Because of what happened to you before. Everything with Julia. Yeah. Maybe they're studying the effects of something like that. Grief. Grief when you have no other choice but to be alone with your thoughts. So they set up an entire site just for you? Maybe. Oof. I think we should allow for the possibility that this is all just a big misunderstanding, but... God, if you saw what you said you did... Fuck, Henry. Yeah, I saw it. Okay. So what's next? Well, I've got an axe, so I can figure out a way to get over the ravine and back towards the site. Sounds good. Check in when you can, and keep an eye out for anyone following you. Wir halten das mal. So. Ah, kann man die Notizen lesen, wenn man hier rauf drückt? Gut, das ist die erste Notiz, die ich behalten habe. Ganz clever. Na gut. Hinten brennt doch auch schon wieder. Ach, das ist das Feuer, ne? Na gut, ja, dann müssen wir jetzt zurück, ne? Können wir ja Gott sagen, mit einer Axt können wir jetzt da so eine Brücke schlagen, dass wir da rüberkommen. Behaupte ich mal. Guck mal da. Wenn wir die Axt, das sind Qual. So, drüber springen. Super, das ist doch perfekt. Jetzt sind wir wieder zurück. Also jetzt gehen wir wieder ganz hoch zur Dingstation. Nach Wapiti Meadow. I had a thought. Let's hear it. You heard someone in the bushes. Yeah. Okay, so let's assume we're being tailed. Or you are, at least. Where are you right now? Just on my way back, in and out of trees, in the middle of nowhere. Do you see anybody? No, definitely not. All right, so tell me what you think of this. Did you just cough? No. Did you just cough? No. Oh, fuck. Oh, fuck. There isn't any way someone, like, another lookout could be on this line, is there? No. Not without tapping our radios. And what about when I heard you talking to someone else? I just left your line open. That's not what this is. Get in your tower, shut the door. Don't leave and don't use your radio. I'll call you. Understand? Okay. I will call you. Gut, Tag 77. Heieiei. Wir müssen auf jeden Fall nicht zurücklaufen, das ist schon mal ganz gut. Aber es ist schon abgespaced, was da gerade vor sich geht. Aber wenn jemand uns belauscht, warum sollte er in dem Moment dann husten und dann man es hören? Also dann drückt er ja auch auf den Knopf. Ja, Quatsch. Hätte er ja nicht machen müssen. Also das ist ja wirklich Quatsch. Aber naja. So unbeholfen kann man ja auch nicht sein, wenn jemand beobachtet. Und sagt, oh Gott, jetzt huste ich mal und drück noch schnell auf den Knopf beim hier Walkie-Talkie. Das ist ja Quatsch, oder? Naja, aber andererseits ist es auch alles ein bisschen gruselig, ne? Muss man ja auch mal so sehen. Gespannt. Tag 77. Es zieht sich. Ladenzeichen gucken wir uns an. Los geht's. Thoroughfare Tower, this is Two Forks calling you for the 50th time today. The Flapjack Fire continues to move in a southerly fashion. Delilah, for fuck's sake, answer your radio. Hello, Sunshine. Sorry, went out for a little bit. What can I do you for? Huh? Ich hier raushören kannst du. You can do me for a trip out of here. I don't care if it's on horseback or a helicopter or in a canoe. Just get me out of here. Henry, we have work left to do. Let's chat about what's bothering you and you'll feel better. Are you serious? Let's talk. Okay? Okay. By the way, I was wondering if your Flora of the Shoshone info poster was still up inside your tower? What? It's just
protocol that those stay up. You know, info about your tower, the surrounding tree species, etc. All right. Just, you know, have a look at it. Make sure it's in ship shape. Okay, yeah, it's up. Why are you acting like this? Great. Just wonderful. Do you see the tree in the top row, second from the left? Let me look at it, and I'll tell you. No. You don't need to tell me. Just, internalize it. It's a great tree. And there's an area called, that tree's name in your sector that maybe you should take a midday hike to. Maybe. Oh, yeah, okay. Maybe I should go for jetzt reden Sie so ein bisschen. Nothing like an afternoon in the Rockies, I tell ya. Radio me the moment you get there. Okay. Gut. Also, sie benimmt sich natürlich so, weil... Sie benimmt sich natürlich so, weil wir abgehört werden. Und ja, das ist doch gut zu wissen, dass sie auf meiner Seite ist. Denn los geht's. Gehen wir mal dahin zum Cotton. Whoa, the Flapjack fire isn't going anywhere, huh? No, that's why those guys came out to burn that line. It's at the stage where all we can do is pay attention to it. They're not gonna try to put it out? Not yet, apparently. So, also, Cotton Dingsbums soll da hin. Nach Cotton Wood Creek. Müssen wir gucken, wo das ist. Da ist es. Ist ja gar nicht so weit weg. Müssen wir wieder runter? Über die Brücke und dann da hinten. Da waren wir gerade eben schon. So ein Scheiß. Na gut. Donizy Lake. Da müssen wir nicht hin, sondern wir müssen genau in die andere Richtung, nach Süden. Kompass, so. Okay. Gehen wir uns in die Richtung. Das ist schon sehr spannend gemacht alles, ne? Kein Wunder, das Spiel hat so viele Preise abgeheimst. Das ist wirklich sehr gut gemacht. Wird immer neugieriger, was passiert ist. Und was gerade passiert hier. Runter. So, unten am Fluss sind wir gleich wieder. Wieder auf die andere Seite und dann gehen wir dahinter weiter, ne? War das richtig? Genau. Das wird übergehen. Da habe ich nasse Füße bekommen. So. Noch ein Stückchen und dann gehen wir nach rechts. Hier durch den verbrannten Wald. Jetzt hier links. Oder? Richtig, ne? Ja. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare unterlassen, ob ihr das, wie ihr das Spiel findet. Ob es euch überhaupt Spaß macht, bei sowas zuzuschauen. Geräusche in den Gebüschen. Kann auch sein, dass ich mir das nur einbilde. So, das wird dieser Baum sein. Großer Baum. Das sind die Bäume, die hier überall wachsen, ne? Sind wir schon in der Nähe von dem Cotton? Jetzt. Yes. Funken kann ich sie gerade nicht hier. Da oben beim Baum. Da funke ich sie. Da liegt doch irgendwas hinter Baum. Seht ihr das? Ich muss mal zum Baum zurückgehen. Was ist denn da? Ist das Schier? Sind es tatsächlich Schier? Ein Ski. Ist doch schon abgespaced. Aber ich kann sie nicht anfunken hier. Scheiße. So verkehrt? Cotton Creek. Wir sind doch jetzt Cotton Creek oder bin ich verkehrt? Okay, es muss ja irgendwas geben, wo ab wann wir sie dann irgendwie wo anfunken können. Gehen wir nochmal hier rüber.
ganze Zeit komische Geräusche hier, ne? Okay. Da jetzt. I'm here at Cottonwood Creek. You see the cash box there? It must be around here somewhere. It is. Find it and open it. I changed the code. It's 5678. Are you kidding me? I was in a rush. Die Kiste muss doch hier irgendwo sein. Doch direkt davor, oder nicht? Auf meiner Seite sieht man noch nicht so vorne. Da, das Gebüsch kann ich sie erkennen. Gut. Mal kurz die Informationen ab. Neues Funkgerät nehmen. I've got it now. Good. I spent all day getting you that radio. I hiked to a cash box, lied to a ranger, lied to another ranger, and hopefully you are now holding a clean, untapped radio. Hopefully. Holy fuck, Henry. We have to get into that site. Whatever these people are doing is illegal, right? We need to find out how they're doing it, why, everything. Are you okay? I don't know, Henry. People have been listening to us all summer. How is this actually happening? I don't know. I'm scared. Oh. None of it makes any sense. Are there any other lookouts this is happening to? Someone else in on this? Anyone? This is just happening to us. Everyone else is fine. Are you sure? I've tried to bring it up to Chimney Rock, Elk's Fork, and Beartooth Lookout, and every one of them got confused. Asked me if I'm okay and if I need to be relieved. The fucking state coordinator asked if I was just having lady troubles. So no, this isn't happening to anyone else, and I'm done asking. Wer steckt dahinter? Who is doing this? I don't know who could be doing this. Henry, I've been at this job off and on for 13 years. Sometimes here, sometimes over near Jackson, a couple times down in Wind River. And nothing like this has ever happened before. Am I just making all of this up? I mean, the eavesdropping, the spying, is this... Fuck, are you... Is any of this real? What? Are you serious? Maybe I'm just losing my mind. Da kann man sagen, hochgehen. Wait, Julia. Maybe it's happening to me, and I'm imagining that I have a boss out here and that we're being spied on. Henry. Maybe there was something in the water, or our condo was underneath some power lines, and you, Delilah, you're not real. Henry, think about her. If what happened to her were happening to you, you wouldn't even be able to realize it. Okay. Sweetie, I am real and this is happening. I'm as real as the sky is blue. Take a second and then call me back. I'm on your side. Okay, jetzt wird's langsam wirklich gruselig. Melde ich bei der Leila? Okay, I'm alright. I'm headed towards the site. Good. Keep your head up. So. Gut, was geht hier ab? Das wissen wir nicht. Finden wir beim nächsten Mal heraus. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.